Heute ein Aufwärmprogramm für eure Schulter und Arme, was ihr optimalerweise vom Schwimmtraining oder vom Stabi-Training durchführen könnt. Wir haben dafür 5 Übungen für euch, die ihr in 2 Sätzen durchgehen könnt, mit jeweils 30 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause. Die erste Übung ist die Handtellerübung. Dafür zeigt eine Handfläche nach oben, die andere nach unten und ihr dreht dann gegensinnig. Die Übung ist sehr gut, um erstmal die Gelenkflüssigkeit anzuregen. Nach 30 Sekunden habt ihr dann 10 Sekunden Pause. Als zweite Übung macht ihr das Armkreisen nach vorne. Dabei fangt ihr mit kleinen Bewegungen an und werdet peu à peu größer. Dann habt ihr wieder 10 Sekunden Pause und macht das Armkreisen dann rückwärts. Kleine Bewegung anfangen und geht über zu großen Bewegungen. Dann habt ihr 10 Sekunden Pause, streckt eure Arme nach oben, dann kommt das Diagonalkreisen. Das könnt ihr zu beiden Seiten machen, das heißt einmal geht der rechte Arm nach vorne und dann eine Pause, dann geht der rechte Arm nach hinten. Habt ihr wieder 10 Sekunden Pause, dann öffnet ihr eure Arme und umarmt euch im Prinzip. Und habt dann noch eine schöne Öffnung der vorderen Schulterseite.